Oh Mann, das kann nicht schon wieder sein. Wir haben es 14 Uhr und eigentlich sollte jetzt das Video kommen und ich fange jetzt erst gerade an mit dem Aufnehmen. Das kann einfach nicht sein. Okay, dann wird's ja höchste Zeit. Dann gehen wir jetzt einfach mal auf Gomme und... Hä? WTF? Hä? Was ist das denn jetzt hier? Warum? Hä? Warte, hä? LOL? Ich hab einen neuen Skin jetzt. Was ist das denn jetzt? Und sogar so einen Rucksack mit Früchten drinne. Der sieht ja geil aus. Hä? Sehr, sehr komisch. Roland, hast du da irgendwas umgestellt bei dem Skin? Roland, hallo? Mein Name ist Jeff. Alles klar. So Leute, willkommen hier zu einer Runde Skybros. Ja Leute, ihr habt es schon eben richtig gesehen. Ich habe einen neuen Skin und ich bin total happy darüber, dass es endlich soweit ist. Ja, das war so ein kleines Projekt, so ja neben YouTube, endlich einen ja, neuen Skin zu erstellen. Und ich darf mich da ganz herzlich bei dem lieben Neotrix dafür bedanken. Er hat ja auch schon mein Stream-Overlay gemacht. Viele fragen mich immer, Mensch, wer hat denn dir dein Stream-Overlay überhaupt gemacht? Und ja, Neotrix ist ja mein Designer. Er designt mir hier so viele coole Sachen. Und ich muss wirklich sagen, immer wenn irgendwie was fertig wird, dann bin ich einfach total happy darüber, euch das zeigen zu können. Und ich weiß nicht, ich finde das einfach wirklich richtig, richtig nice, dass es endlich soweit ist. Hier, Leute, zieht euch den Skin einfach jetzt mal rein, ja. Ich finde ihn so cool, ja. Quasi so eine, ja, wie soll man sagen, so eine Latzhose, ja. Und dann halt einfach noch hier das Labymod Cape. Das habe ich mir natürlich gekauft. Da habe ich auch noch eine ganz kleine Story zu erzählen, die ich euch unbedingt sagen muss. Und zwar habe ich mir erst das falsche Labymod Cape gekauft. Ich habe mir das, Template Cape gekauft und ja, das ist ja nicht das Richtige. Da musste ich quasi Labymod anschreiben, das habe ich jetzt vorhin auch schon gemacht und ich hoffe natürlich, dass ich das Geld wiederbekomme. Es kostet 5 Euro das Labymod Template Cape. Ich hoffe, dass ich das Geld irgendwie wiederbekomme. Es wird ziemlich nice irgendwie. Und ja, jetzt habe ich mir dann im Anschluss eben noch das richtige, also das Custom HD Cape geholt. So, ich hole mir den jetzt erstmal, würde ich sagen. Der ist ja jetzt, denke ich, nicht so krass am Start, oder? Den dürften wir ja eigentlich bekommen. Alles klar, okay. So, Leute, ich bin bereits hier in einer weiteren Runde drin, ne? Und ja, Leute, was ich sagen wollte, jeder, der mich kennt, der weiß ja, dass ich ja mit Geld sehr sparsam umgehe. Und dieser Fehleinkauf, das war schon wieder ja meine schlechteste Entscheidung oder mein schlechtester Move quasi, den ich jetzt seit langem mal wieder gebracht habe. Ja, einfach falsch eingekauft zu haben, ist schon ziemlich doof. Wirklich, ist wirklich ein doofes Gefühl. Ich hoffe natürlich, dass ich das Geld jetzt wiederbekomme. Das wäre wirklich ziemlich, ziemlich nice. Also darüber würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Und was ich jetzt hier in diesem Video sehr gerne ansprechen möchte, ist, dass ihr sehr, sehr gerne mal bei meinem Designer vorbeischauen könnt. Ihr könnt da natürlich auch selber anfragen und vielleicht macht er euch da was. So wie ich ihn aber kenne, verlangt er dann natürlich auch so ein bisschen was von euch, aber das ist ja, ja heutzutage ganz, ganz normal und für die Qualität, die er leistet, ja, ist das halt einfach auch verständlich, ne? Also er macht wirklich gute Designs, ich kann euch da wirklich dem nur empfehlen, es leckt und er leckt aber mehr als ich, alles klar, lol. Okay, dann hat er anscheinend die ganze Zeit gerade geleckt, ich dachte schon, das wäre ich wieder, ihr kennt mich ja, ich habe ja manchmal so einen richtig schlechten Ping. Und ja, könnt ihr sehr, sehr gerne mal auschecken, habe ich euch jetzt unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich kann es jetzt aber auch nochmal sagen, das ist der Neotrix. Den kennt ihr, denke ich mal, der ist ja auch schon seit langem jetzt Moderator bei mir. Den seht ihr, denke ich, meistens auch in meinen Streams. Da ist er manchmal auch am Start. Ja, Grüße gehen raus jetzt an dich. Und da könnt ihr sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Also vielen, vielen lieben Dank jetzt nochmal, ja, für die ganzen Designs jetzt, die du mir bereits gemacht hast. Ich bin unten und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Alles klar, ich krieg heute nichts auf die Reihe. Schade. So, wir spielen jetzt hier auf der Map Batuu. Ich fackel nicht lange, ich gehe direkt in die Mitte. Ihr wisst ja, meine Lieblingsmap. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal hier auf dieser Map. Ihr wisst ja, dass die Map mir immer so quasi mein Leben rettet. Deswegen, ja, hoffe ich, dass es heute
auch der Fall ist, dass ich, ja, dass quasi diese Map mir nochmal hier eine gescheite Runde liefert. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich baue mich jetzt einfach direkt mal hoch. Da oben ist ja auch immer noch sehr, sehr viel Equipment. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass ich da auch nochmal was Schönes rausbekomme. Also, was ich jetzt eben noch ansprechen wollte, was ich sagen wollte, wie gesagt, könnt ihr gerne dann mal abchecken. Den Neotrix ist wirklich ein ganz lieber Bursche. Und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Er hat auch einen YouTube-Channel. Könnt ihr gerne mal ein Abo dalassen, ihn ein bisschen unterstützen. Und ja, könnt ihr sehr, sehr gerne mal auschecken, den Dude. Also vielen lieben Dank nochmal an dich für die bereits erstellten Designs. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ihr könnt euch drauf freuen. Es werden auch natürlich weitere Designs von ihm folgen. Also wir hatten jetzt noch vor, jetzt meine Thumbnails generell mal etwas umzugestalten. Also falls dann die Minecraft Thumbnails etwas anders aussehen als wie gewohnt, dann wisst ihr Bescheid. Da war dann wieder der Neotrix am Start. Und ja, meine Streams Thumbnails, die werden auch verbessert, ja, das ist ja auch so das, was ich jetzt habe, so etwas standardmäßig. So, der kommt direkt zu mir, alles klar, Minium, du wirst jetzt erstmal sterben, komm, und ich verliere heute nur. Das ist die schlechteste Runde, die ich seit langem mal wieder aufgenommen habe, das gibt es einfach nicht. Ich kann nichts machen, ich habe ja schon das Enderman-Kit, aber kann trotzdem nichts machen. Und da schreibt gerade einer, Platzangst FNA? Der schreibt einfach mal ein nicer Skin. Dankeschön. Und ihr könnt gerne mal reinschreiben, wie ihr den Skin findet. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare rein. Dann bin ich mal gespannt, was ihr so zu diesem Skin sagt. Ich habe, wie gesagt, jetzt sieht man es nicht mehr. Ja, ich würde dann sagen, dann sehen wir uns einfach gleich in der Lobby wieder. Was ist das denn jetzt schon wieder? Das kann heute... Jetzt klingelt das Telefon. Ist ja in Ordnung. Ich nehme gerade nur auf. Leute, wenn man einmal aufnimmt... Ja, jetzt komm. Komm. Tschüss. Auf Wiedersehen. So. Es gibt's nicht. Wenn man einmal aufnehmen möchte, dann geht alles schief. Dann kriege ich die schlechtesten Runden. Dann klingelt das Telefon. Am besten kommt gleich noch jemand rein. Das wäre natürlich noch das Beste, was passieren würde. Ja, aber jetzt mal kurz zurück hier. Leute, ich habe, wie gesagt, einen neuen Skin, Leute. Der sieht... Ich finde den wirklich nice, Leute. Ich finde den nice. Und den hat Neotrix wirklich selber gepixelt. Also Props da an dich. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Und das Cape auch. Leute, es sieht einfach wirklich so cool aus. Wer jetzt nicht weiß, was das genau für ein Skin sein soll. Ich wollte ja eigentlich ursprünglich eine Erdbeere hier auf meinen Skin haben. Aber das hat nicht geklappt. Das ist mega schwierig und das sieht dann echt nicht so gut aus. Ihr seht das jetzt auch bei diesen Früchten. Ja, die sind jetzt auch nicht... Also die sind... Da sieht man schon, dass es ziemlich krass verpixelt ist. So. Aber man bekommt es halt auch einfach nicht hin. Deswegen haben wir das mit der Erdbeere gelassen. Er hat mir jetzt hier quasi so ein... so eine Latzhose quasi, ja, designt und ich finde das so eigentlich ganz cool. Das ist jetzt so ein Gärtner quasi, ne, so ein Gärtner-Skin und hinten drauf habe ich da so meine Früchte. Ich denke schon oder ich hoffe schon, dass man erkennt, dass das so ein Fruchtzwerg widerspiegeln soll. Naja, eigentlich sieht das jetzt wirklich nicht nach einem Fruchtzwerg aus, aber ein Gärtner, der Früchte hat im Rucksack, das deutet schon so ein bisschen darauf hin. Leute, ich würde sagen, ich möchte gar nicht mehr jetzt hier labern. Es ist nicht gerade so, dass ich auch aufnehme und ihr alle irgendwie was wollt von mir gerade. Das steht genau vor deiner Nase. Warum hast du es nicht runtergebracht? Weil ich gerade keinen Bock hatte. Ich war mitten in der Aufnahme. Da klingelt hier alles. Das nicht passieren sollte, was aber jetzt dennoch trotzdem passiert ist. Ist eingetroffen. Meine Mutter kam gerade rein. Deswegen, Leute, ja, sowas passiert dann auch manchmal. Ich hoffe trotzdem, das Video ist so scheiße, tut mir leid. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, Leute. Wir sehen uns einfach im nächsten Video und ich beende jetzt ganz schnell das Video, bevor jetzt noch irgendwer was von mir will. Also bis später, Leute. Ciao.